War wohl Wann vor genau war kurzem das? da, ungefähr 3 Wochen. Hat er den Gaszähler abgelesen und auch Wasserstände und das dann ja, seiner Firma übermittelt. Ist das eine Firma, mit der Sie sich standardmäßig, an die Sie sich standardmäßig wenden, oder war das eine neue Firma? Die Firma war die gleiche wie immer, aber den Mann kannte sie wohl nicht. War wohl der andere krank und der ist dann eingesprungen. Johnson fragt die Frau am Telefon eben kurz noch, ob sie Warten Sie kurz, ein ja. Schreiben bekommen hat, dass er sich ankündigt oder ob der Typ einfach so aufgetaucht ist. Entschuldigen Sie, haben Sie vorher eine Information bekommen, dass er vorbeikommen wird, oder haben Sie ihn angefordert, oder ist er einfach überraschend bei Ihnen aufgetaucht? Sie kann dir mitteilen, telefonisch, dass das wohl eine Sache vom Vermieter war, bei dem das ganze Gebäude gehört. Sie als Untermieter hier Können Sie drin. mir bitte Ihren Vermieter, den Namen Ihres Vermieters nennen? Oh ja, sie übermittelt die dir. Sie selbst hatte keine Information, dass er kommt. Aber dadurch, dass es zu den normalen Geschäftszeiten war und das Ablesen von so Zählerständen nicht unbedingt in ein Sicherheitsrisiko ist, hat sie ihn reingelassen. Um auf kurze Rückfrage dann bei dem Vermieter, bam, 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 würfel mal auf, was kann man da würfeln? Ich überlege gerade. Würfel mal auf Glück. Machen wir es ganz einfach. Okay. Wie waren die Würfel, die nochmal? Ein W100. Oh yeah, das war jetzt ein W0 oder was? Ja, irgendwie. Mach mal eine 1 vor das W. Habe ich jetzt eigentlich? Ein W Ah, und dann ich habe 100. eine 0,0 ich hast du. habe eine Okay. Besser. Ja, wie sieht das aus? Glück sollte drin sein. Ich Ja, habe vermute ich auch. 60 Glück oder so. Ja, genau, gut. Dir wird mitgeteilt, dass keine Gaszählerablösung oder Ablesung angekündigt war. Okay. Vielen Dank. Also, er taucht da einfach so auf. Also er sagte Dame, es gäbe eine Anmeldung beim Vermieter, aber er hat sich beim Vermieter nie wirklich gemeldet. Ist das richtig? Dann wollen wir doch mal gucken, ob unser Mr. J. Smith Zeit für uns hat. Ja, dann gebe ich mal an den McGonagall und sage ihm, er sollte mir doch bitte mal eine Personalie raussuchen, und zwar geben dann die Informationen weiter, Namen und Arbeitsorten, und er sollte sich eigentlich mit ausfindig machen lassen. In der Disposal Street ist sein Laden. Die Info haben wir schon. Ja, trotzdem möchte ich gerne was zu der Person noch wissen. Ja, wir können ja gleichzeitig das laufen lassen. McGonagall Genau. kann ja gleichzeitig danach forschen. Währenddessen wir uns mal angucken, ob die Adresse auch falsch ist. Wahrscheinlich schon. Ja gut, Das kann die Firma tatsächlich gibt's sein. hier. Ja, aber wahrscheinlich wird da kein Mr. Smith arbeiten, der dorthin gefahren ist nach Das schon, RFG. aber ich denke mal nicht, dass er die falsche Firma genannt hat, wenn die kennen. Aber gut, werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall hatte ich eh vor, dass der McBarnacle das eben parallel macht, wenn wir dahin fahren. Muss mich ein Gut. wenig. Es ist letzten Endes ein Indiz, aber es ist noch kein Beweis. Wir können ihn also tatsächlich nicht irgendwie, ja, vernehmen lassen oder anderes tun. Und die Frage ist, wenn wir jetzt dort auftauchen, könnte es auffällig sein, wenn wir dann tatsächlich offiziell dort auftauchen, mit genau den Fragen dazu, möchte ich zu bedenken geben. Und wenn wir Hinweisen nicht nachgehen, dann werden sie eindeutiger. Nein, ich meinte, ich wollte damit eher durch die Blumen sagen, dass wir vielleicht nicht hingehen sollten und sagen, wir sind von der New Yorker Polizei im Auftrag des Diebstahls hier, sondern aus anderen Gründen, um ein wenig besser herauszufinden über diesen Herrn Smith. Ich habe noch ein paar Freunde, die mir ein paar Gefallen schulden. Wenn ihr wollt, frage ich ein wenig herum. Nein, das wäre gut. Okay. Und Kurze OT-Frage, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn wir unsere falsche Angabe Informationen einholen, also dem nicht sagen, wer wir sind, können wir die Sachen noch eigentlich nicht gerichtlich verwenden später, oder? War da nicht das irgendwas? ist, nun, ich weiß nicht, wie es mit dem FBI ist, Ich aber weiß an den wir. Spielleiter gemeint, als OT-Frage, weil mein Charakter würde es wissen, aber ich weiß als Spieler gerade nicht. Nochmal bitte die Frage.
Wenn man, ich meine mich irgendwas erinnern zu können, wenn man unter den unter falschem Vorwand Informationen einholt, in dem Fall, wenn ich mich jetzt nicht mich ausweise, weil ich auch immer, also so, weil es immer wieder heißt, dass eben Polizisten sich ausweisen müssen, wenn die Informationen einholen, die sie verwenden wollen, weil wenn ich jetzt irgendwelche Informationen einhole unter falschem Vorwand, dass ich die dann später nicht verwenden kann, gerichtlich war. Ist das richtige Erinnerung oder ist das falsch? Das ist offiziell richtig, aber was das FBI halt hinter verschlossenen Türen macht, das weißt du halt genauso gut. Also, ne, man denke da zurück an den allerletzten Fall, den du hattest. Da war die Situation ja auch so ein bisschen, dass man da Beweise gemauschelt hat. Von daher, ja, okay. Wenn du gefragt wirst, ob du ein Cop bist oder ob du beim FBI arbeitest, musst du eigentlich ja sagen. Aber hey, wenn du es halt nicht tust, wo kein Kläger, da kein Zeuge, ne? Du aber kennst anständige FBI-Agent. Das kannst du für dich entscheiden, aber ja, eigentlich ist es so, ja. Taylor, wir sind uns bewusst, dass wir diese Informationen dann nicht verwenden können, wenn wir das machen. Taylor Johnson, ich gehe ein wenig spazieren. Ich gehe ein paar Freunde besuchen. Wir treffen uns, wenn ich fertig bin, rufe ich durch, wo ihr seid, dann treffen wir uns und ich teile mit euch mit, was ich herausgefunden habe. Und ja, ich bin kein offizieller Polizeimann. Ich bin Detektiv. Kannst du ruhig bleiben. Genau, das ist es. Das meine ich, dass ihr vielleicht. Ich frage als Detektiv und Freund bei ein paar Freunden, die geben mir vielleicht einen Tipp. Und mit diesem Tipp können wir dann jetzt gemeinsam als Polizeistreitkräfte, ihr fallen Ding und ich dabei stehend, bei Leuten die Tür einklopfen und sagen: Hey Polizei, wir haben ein paar Fragen. Vielleicht ergibt sich auch nichts. Lukas zuckt ein wenig mit den Schultern. Ganz ruhig bleiben. Ich frage nur, ich mache noch nichts. Gut. Ich hätte tatsächlich auch noch etwas, was ich gerne machen wollte. Ich würde gerne noch mit, Moment, wie heißen Sie, mit, Mr. Hughes, also John Hughes reden. Und auch noch mit dem, Ehemann von, nun ja, Mr. Hardy. Also mit dem Ehemann von Miss Nancy Hardy. Vielleicht können Sie nur noch irgendetwas sagen, was im Verhalten der beiden nun ja übereinstimmend war in den letzten Tagen oder in Wochen. Das könnte ich am ehesten machen, wenn Mr. Wie heißt er noch einmal? Mr. Marinelli seine Informationen untersucht. Und was wollen Sie machen, Mr. Johnson? Eigentlich wollte ich auch noch einmal mit dem Ehemann sprechen. Gut, dann gehen wir doch dorthin. Klar. Währenddessen telefoniert Luca. Er bekommt ein paar Informationen und beendet das Telefonat. Danach kann er wieder zu den anderen beiden kommen. So. Was ist das so schnell? Ich habe ein paar Sachen erfahren. Ja, dieser Smith ist wohl mit irgendeiner Gangsterorganisation im Wandel. Aber die wollten wohl den Laden ausräumen. Aber was hier passiert ist, ist ihnen zuvor gekommen. Die sind sauer. Die suchen nach den Leuten, die den Laden ausgeräumt haben. Tatsächlich? Ja, dieser Smith ist eine Art Auskundschafter gewesen. Aus der Crew hat sich einfach selbst. Und jetzt, irgendwelche großen Organisationen wohl, ich weiß nicht genau, russisch Mafia oder so, bin nicht ganz sicher, wer alles, ist auf jeden Fall auf Suche nach den Steinen, einige Leute jetzt. Auch mir hat man gesagt, wenn ich einen guten Tipp gebe, gibt es ein bisschen Taschengeld, aber ich arbeite mit dem Gesetz zusammen. Ein Thema. Aber die wieder ein Red Herring. Allmählich habe ich keine Lust mehr auf Fisch, wenn ich ehrlich sein soll. Ich verstehe nicht, Fisch ist lecker. Nicht so ein Red Herring, eine falsche Spur. Ah, okay, wieder ein Spielchen, was ich nicht kenne. Red Herring. Klingt salzig. Nun gut, dann wollen wir mit Mr. Hughes reden. Wollen Sie mitkommen, Mr. Verzeiht, Marinelli. Ah, Luca reicht, aber ich komme mit. Diese Sache hier, ich weiß nicht, bei dem Juwelier
Ich sehe nicht, was ich jetzt gerade hier übersehen hätte. Er zuckt noch mit den Schultern. Ja, vielleicht ergibt ja die vielleicht ergibt ja die Videoanalyse was. Gute Idee. Okay, werdet ihr wieder eingesammelt. Dauert natürlich ein bisschen, aber wenn ihr in WhatsApp die Anfrage stellt, taucht dann wieder McGonagall nach 15 Minuten auf, sammelt euch ein und bringt euch dahin, wo ihr auch immer hier hin wollt. Was haben die anderen in der Zwischenzeit besprochen? Wir sind uns sicher, es ist ein Versicherungsbetrug. Oder irgendeine andere Art von Betrug mit einem manipulierten Video. Vor allem wahrscheinlich mit bestochenen Polizisten. Bestochene Polizisten und ein manipuliertes Video. Ja, Reese, das könnte sein. Man kann sowas manipulieren. Das ist ein bisschen aufwendig, aber das geht. Da müsste man natürlich noch die Aufnahmen einspielen. Das ist dann das eigentlich Schwere. Die Frage ist halt, naja gut, das Standbild vor dem eigentlichen Einbruch zu senden ist ja nicht das Problem. Die Frage ist jetzt, ob das Video an sich mit dem nussigen Nebel, ist das manipuliert? Dafür... Ich habe eine kurze Frage an den Meister, und zwar, ja? Sind die Diamanten, die bei den anderen Laden geklaut worden sind, auch vom Scheich? Da ist viel vom Scheich, aber nicht alles. Das Prachtstück, wie gesagt, das, was in dieser runden Glaskugel steckte, das ist dann das, was eigentlich demnächst dann im Museum mal ausgestellt werden sollte. Die Ausstellung ist ja ungefähr in 2 Wochen oder so. Dann kommt auch ein Agent vom Scheich eben nach New York und organisiert das alles, aber bis dahin lagert er erstmal da in diesem Store. Aber das ist der einzige Stein, der nicht gestohlen wurde, richtig? Warte. Der einzige perfekte Stein, der mit dieser Farbe nicht gestohlen wurde. Ja. Frage, die ich gerade hab, ist, ob die Steine in dem anderen Laden auch dem Scheich gehört haben. Also wie gesagt, nee, die vom Scheich waren nur beim European Treasure, beim Royal Fine Gems nicht. Da gab's keine Steine vom Steich, nein. Ja, dann würde Reese jetzt zu den anderen sagen, ja, dann können wir ja schon mal einen Versicherungsbetrug ausnehmen, weil wieso sollte der Scheich seine Steine für Versicherungen versichern lassen und dann auch noch einen anderen Einbruch planen, der genauso abläuft wie der erste, wobei genau das gleiche passiert. Das wäre für mich tatsächlich... Genau deshalb. Aber wie wäre er in diesen Raum, wie wäre er dort reingekommen? Währenddessen, das müssen wir herausfinden, aber es wäre eine perfekte Tarnung. Währenddessen kommen die anderen dann auch, abgeholt von McGonagall, im Polizeipräsidium an, haben natürlich andere Pläne noch und auch ihr wolltet noch einmal auf die Analyse des Sprachexperten warten. Währenddessen, der Araber kann euch schon mitteilen, dass Al-Ghurdi tatsächlich aus Arabien auch stammt. Man hat sich ein bisschen über seine Herkunft, seinen Hintergrund unterhalten. Er war tatsächlich sehr lange in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien? Kommt da nicht auch die Scheiße her? Zumindest spricht er perfektes Arabisch. Ein bisschen verkümmert, muss man sagen, weil er jetzt auch schon 30 Jahre in Amerika lebt. Aber das, was er spricht und das, was er über seine Heimat sagt, stimmt auf alle Fälle. Das ist der erste Hinweis, den ihr von dem arabischen Experten bekommt, beziehungsweise die an Mr. Aureus herangetragen wird. Derweil kann Reese Turner, dieser Nebel, das kann tatsächlich sein, dass, wenn man ein Video bearbeitet, dass das als Spur zurückbleibt. Wie gesagt, du hast das ja analysiert, du hast die Lichtbrechung zurückgeschraubt. Wenn man aus einem Standbild ein bewegtes Bild herausschneiden will, also du hast ein bewegtes Bild und du hast ein Standbild und du möchtest dieses Standbild weiter rein projizieren und eine Person, die sich dort drin bewegt, herausschneiden, dann kann es zu diesen Nebelerscheinungen kommen. Das ist möglich. Aber das muss natürlich ein unglaublicher Experte gewesen sein, der auf einem ähnlichen Niveau wie du agiert. Ja. Gut, aber das... dabei? Ja, ihr seid jetzt auch dabei. Das sind die Informationen, die ich in der Zwischenzeit einmal Reese gab und einmal Victor Aureus. Reese, sag mal, glaubst du, eine Computergrafikerin könnte so etwas tun? Eine Computer was? Eine Computergrafikerin. Du meinst die Videos bearbeiten? Ja. Bestimmt, wenn sie gut genug ist. Kennst du eine Computergrafikerin, der oder ihr, die irgendwie mit dem Fall hier zusammenhängt?
Ich kenne da bestimmt einige. Eines der Opfer ist Computergrafikerin. Hm. Wie sie den Unterlagen entnehmen können. Eines der Opfer? Das wäre ja ein Zufall. Luca grinst ein wenig, als wenn er schon die Unterlagen vielleicht vorher durchgeschaut hätte und wenn die Jutes Namen, das erste Namen des ersten Opfers, im Kopf schon gehabt hätte. Bei der Anspielung auf die Computergrafikerin. Der Gesichtsausdruck von Johnson sagt auch ziemlich genau, dass er damit gerechnet hat und sich jetzt so bitte nicht in den heißen Brei herumreden soll. Dann sollten wir überprüfen, ob ihre Arbeit, Reese, du kannst das bestimmt einschätzen, du bist ja der Computerfachmann, ob ihre Arbeit, die sie gemacht hat, vielleicht wenn wir ihren Heimcomputer durchgucken, so gut ist, dass du sagst, sie könnte es sein, oder ob du sagst, sie ist nicht gut genug dafür. Das sollte auf jeden Fall möglich sein, ja. Ich werde so lange mit ihrem Mann telefonieren und mal herausfinden, ob sie jemals einen der beiden Juweliere erwähnt hat. Dann bekomme ich jetzt erst einmal von unserem Computerexperten eine schwere Probe, also plus 20% auf Internetnutzung und Computerkenntnis. Das ist quasi Bibliotheksnutzung, ne? Genau, Bibliothek und Internet. Internetnutzung ist Bibliotheksnutzung und Computer ist halt eine eigene. Genau, weil niemand geht mehr in eine Bibliothek, das wissen wir alle. Oh, ich werde mal wieder richtig gut. So. Wenn die Proben erschwert sind, dann minus 20 eingeben. Achso, ja, Entschuldigung. Ich habe die erste Probe auf jeden Fall nicht geschafft. Okay, schauen wir mal nach, was du mitbekommst. Ja, eine Werbeagentur. Da ist vielleicht eine richtige Spur. Zumindest findest du irgendwas im... Ja, zumindest nicht im offenen Web. Aber wenn du dich im Dark Web ein bisschen umschaust, kannst du... Ja, es ist wohl tatsächlich eine Tarnidentität. Offiziell arbeitet sie für eine Zahncreme-Firma Perludent. Da wohl die Markteinführung von einer neuen Zahncreme, die mit weniger Fluor noch angereichert ist und so weiter. Man kennt das alles. Aber auch dazu kursieren tatsächlich Verschwörungstheorien. Und zwar soll das wohl nur eine Tochterfirma sein. Und zwar von einer New World Industries. Da hast du schon ein paar verschiedene Sachen in deinem Dark Block gefunden. Ob das nur Geldwäsche ist, du weißt es nicht. Aber diese Tochterfirma, ja, okay, vielleicht unschuldig, aber der Mutterkonzern auf alle Fälle nicht. New World Industries, da schlägt's an. Du findest überall merkwürdige Hinweise zu der New World Industries. Ah ja. Nun, scheinbar ist die gesuchte Frau, die das Opfer, in Wahrheit eine Frau gewesen, die für eine andere Firma gearbeitet hat. Und wie es aussieht, sind wir auf einer heißen Spur. Das führt alles zurück an New World Industries. Als freischaffende Grafikdesignerin arbeitet man schon mal für mehr. Können Sie etwas genauer ausführen, was Sie meinen? Wenn Sie mich aussprechen lassen würden, könnte ich das natürlich tun. Dann brechen Sie nicht ab, sondern reden Sie weiter. Dann unterbrechen Sie mich das nächste Mal nicht, danke. Also. Die gute Frau hat für eine Zahnpasta-Gesellschaft gebaut, um verbesserte Zahnpasta zu bauen. Diese hat allerdings für New World Industries gearbeitet. Ja, sie hat nur die Werbung für die gemacht. Also die Firma Perludent macht Zahncreme und sie soll die neue Werbung dafür bauen. Genau. Ey, Moment, nochmal von vorne. Wer macht jetzt Werbung für was? Wendy Hughes arbeitet bei der Werbeagentur Future Visions und die haben anscheinend den Auftrag bekommen, wenn auch die Werbeagentur Future Visions anscheinend irgendwie sie selber wohl ist, eine Werbung für eine Zahnpasta zu machen. Die da heißt Perludent. Und Perludent, diese Zahnpasta produzieren, sind eine Tochterfirma von einem Unternehmen, das New World Industries heißt und laut dem allwissenden Internet böse ist. Richtig. Der Slogan, wir bringen euch schon heute die Welt von morgen. Was auch immer sich dahinter versteckt. Klingt ja richtig gut. Ja, also Leute, das sieht doch gut aus. Ich denke, da haben sie eine echt heiße Spur. Und was ist mit ihrem? Sie sind doch so gut wie fertig. Lassen Sie uns an ihrem gelösten Fall teilhaben, Mr. Aureus. Würde ich wahnsinnig gerne tun, aber leider ist das viel zu hoch für ihre kleinen Gehirne. Aber gehen Sie dieser Spur nach, die Sie gerade verfolgen wollten.
dann werden sie den Fall gewiss lösen. Los, los! Mr. Aureus, wir haben gestern noch darüber gesprochen, dass es keinen Sinn hat, Informationen vorzuenthalten. Sie haben sich darauf eingelassen, dass Informationen geteilt werden. Wenn Sie es mit diesem infantilen Gehabe schon wieder anfangen. Wie auch immer, gehen Sie einfach der Spur nach, die Sie gerade verfolgen wollten, und dann sehen wir weiter, nicht wahr? Sie wollen doch den Fall lösen, also! Wenn du mir gehst auf den Sack, ich hau dir auf Fresse, Wichser. Bitte, tun Sie sich keinen Zwang an. Damit wir geklärt haben. Dann verpiss dich. Du scheinst ja nicht unsere Hilfe zu brauchen. Natürlich brauche ich. Meine Herren, nicht. Können Sie bitte nicht ein Gespräch führen, als wären wir in einer Hafenabsteige, sondern sich daran erinnern, dass wir in einem New York Police Department sind, um einen Mordfall, einen mehrfachen Mordfall aufzulösen. Also aber, er trägt nichts bei. Nein, das tut er tatsächlich nicht, aber die gegenseitigen Provokationen tragen überhaupt nichts bei. Ganz genau. Ich würde sagen. Herr Aureus, das gilt auch an Sie. Folgen Sie keine deutsche Spur, die Sie gerade verfolgen wollten, und fertig. Tatsächlich klingelt in diesem. Informationen vorenthalten. Tatsächlich klingelt in diesem Moment das Handy von Mr. Aureus und der nächste Sprachexperte meldet sich bei dir. Dr. Kurt N. Peter stammt tatsächlich aus Deutschland. Er erzählt ein paar Geschichten über den Schwarzwald. Über seine, ja, Kinder hat er nicht, aber über seine Herkunft, und ja, es ist ziemlich ermüdend, der Typ. Hat zwar, ja, eine merkwürdige Namensähnlichkeit mit jemandem, der als, ja, Vampir klassifiziert wurde. Naja, es gab da mal so einen Mordfall in Deutschland. Ich muss gerade gucken, wie der tatsächlich heißt. Die Namensähnlichkeit. Peter Curtin, also nicht Kurt Nathan Peter, sondern Peter Curtin, wurde damals als Vampir von Düsseldorf bekannt. Das war wohl auch eine Mordserie. Aber ansonsten gibt es tatsächlich keinerlei Hinweise darauf, dass er nicht aus Deutschland kommt oder dass er nicht die Wahrheit gesagt hat. Ist einfach ein Psychologe. Also sein Deutsch ist gut und ohne Akzent. Es ist ohne Akzent und er spricht, ja, sehr gebildetes Deutsch. Natürlich, wenn er studierter Psychologe ist, dann ist er relativ intelligent, ja. Ja, okay, mehr will ich nicht wissen. Vielen Dank. Derweil schiebt sich Reese Turner einen weiteren Donut in seinen großen Mund, stopft noch einmal hinterher und hackt wieder auf die Tasten. Eine weitere Internetsuche bitte, um 30 erschwert diesmal. Uiuiui. Ah, ich habe schon wieder Plus eingegeben, aber hast wieder nicht geschafft. Ja, du versumpfst einfach wieder im Deep Web, stößt zwar noch auf die Geschichte von der New World Industries, wurde wohl 1913 als New World Incorporated gegründet, gibt wohl auch noch ein paar andere Geschäftssitze, wurde wohl mal in Nassau gegründet, in der Hauptstadt von den Bahamas, hat ein paar andere Niederlassungen in Taiwan, Brasilien, Paraguay, du findest weitere Länder, Irak, das muss eine falsche Spur sein, also da bist du jetzt gerade weiter beschäftigt und kommst nicht auf so einen richtigen Nenner. Jeremy Taylor wippelt mit seinem Stuhl herum und spricht die anderen darauf an, dass man wohl zu dem Mann von Wendy Hughes wollte. Derweil kommt Kurt wieder hinein, war wohl gerade auf dem Flur und hatte sich gerade mit dem unterhalten. Wollt ihr da jetzt alle gemeinsam zu dem Mann von Wendy Hughes, oder wo wollt ihr sonst hin? Was habt ihr vor? Weiß Mr. Aureus mittlerweile mehr, jetzt wo er seine beiden Experten hatte? Natürlich. Gut. Ben McGonagall schaut dich an. Also, was soll ich denn dem Captain erzählen, Mr. Matheson, wenn sie jetzt den Fall gelöst haben? Wen sollen wir festnehmen? Zunächst... Soll ich Ihnen das jetzt wirklich alles vorkauen? Ja. Tut mir leid, ich habe es noch nicht verstanden. Also, ich meine, Sie sind doch hier auch Experten. Möchten Sie jetzt wirklich, dass ich diesen Fall für Sie löse? Deswegen sind Sie doch hier. Ja, dann kann ich endlich wieder nach Hause. Nun gut, wie Sie möchten. Also, ich werde es Ihnen erklären. Schauen Sie sich doch an, was wir bisher herausgefunden haben. Nun, wir haben hier drei Morde. Drei Morde. Ich möchte, dass Sie wenigstens ein bisschen mitdenken.
Nur ein kleines bisschen. Welche, sagen Sie mir, welcher von diesen drei Morden, Wendy Hux, Laurie Atkinson oder Nancy Hardy, welcher von diesen Morden ist der Schlüssel für unseren Fall? Sie werden es uns gleich erzählen. Raus damit. Es ist natürlich Wendy Hux. Sie ist der Schlüssel zu dem Fall. Ich bin beeindruckt. Wie sind Sie darauf gekommen? Sehen Sie, Wendy Hux hat momentan zwei Spuren, die von höchstem Interesse sind. Das ist erstens ihr Ehemann und zweitens ihre Firma Future Visions, beziehungsweise die Connection, die sie zu New World Industries hat. Ja? Und das wussten Sie schon. Sache ja angefangen. Das wussten Sie schon, bevor Reese das Ganze herausgefunden hat. Das ist interessant. Ja, vor allem gibt es. Ja. Das New World Industries? Von was zur Hölle reden Sie? Future Visions, das ist der Schlüssel der ganzen Geschichte. Deshalb bin ich ja überhaupt erst drauf gekommen. Also, kümmern Sie sich bitte um Ihren Arbeitsplatz. Ja, untersuchen Sie die ganze Firma, ganze Future Visions, Grund, Boden, aus den Angeln nehmen, alles durchsuchen. Zweitens, reden Sie mit dem Ehemann. Untersuchen Sie das Haus der Frau. Ich wette, dann kommen wir weiter. Das ist mit Sicherheit die beste Spur, die wir momentan haben. Einen Moment. Man soll eine groß angelegte Durchsuchung von wem machen? Nun, erst einmal sollten wir vielleicht ermitteln. Erst einmal sollten wir uns genau den Arbeitsplatz der Frau anschauen. Wir sollten uns anschauen, an was sie gearbeitet hat, mit wem sie gearbeitet hat, ja, was sie getan hat, bevor sie auf dem Heimweg getötet wurde. Das halte ich momentan für das Relevanteste. Moment, wartet außer mir sonst noch jemand darauf, dass er uns jetzt die Lösung des Falls präsentiert, wie er das angekündigt hat? Hatten Sie nicht gesagt, Sie hätten den Fall schon mit einem Schnipsen gelöst? Los, lösen Sie. Nun, wie gesagt, ich weiß, wer der Mörder war. Ich weiß auch, wie der Mörder die Morde begangen hat. Erleuchten Sie uns! Das Motiv ist mir auch bekannt. Allerdings gibt es noch einige Unklarheiten in dem Fall. Erleuchten Sie uns! Sergeant, kann es sein, dass Sie uns einen Alleinunterhalter angeschleppt haben? Herzlich beworben! Zunächst weiß ich nicht, ob der Mörder nicht noch einen Komplizen hat. Das ist sehr schwer herauszufinden. Soll ich rausgehen? Die Einstellungsvoraussetzungen bei der Polizei werden auch immer geringer. Zweitens ist mir noch nicht ganz klar, wie genau der Mörder hierher gebracht wurde. Das ist auch noch eine sehr unklare Sache. Die Juwelen haben damit garantiert etwas zu tun, aber allein die Juwelen, das kann eigentlich nicht sein. Und dann stellt sich natürlich die Frage, Kurt würde derweil aufstehen und im Hintergrund lautstark Kaffee einschenken und absichtlich mit Zuckertüten rumknistern. Dann stellt sich natürlich die Frage, ob der Mörder wirklich aus purer Lust tötet oder ob nicht noch ein gewisser Plan hinter seiner Aktion steckt. Aber das wird sich auch die Ermittlungen sicher noch herausstellen. Mr. Aureus, könnten Sie vielleicht mir erklären, was James Smith mit dem ganzen Fall dann zu tun hat? Das ist der Installateur, nicht wahr? Natürlich. Was hat er damit zu tun? Ich muss gestehen, der Installateur kommt mir zwar verdächtig vor, ich habe allerdings keine Ahnung, wie er in den Fall passt. Marinelli, Kaffee oder Cappuccino? Ja, nun gut. Dankeschön. Oh. Ein Moment. Ist ja wie im Cappuccino. Das ist ja wie im Kindergarten. Mit diesen Worten geht das raus. Frau Zamora, Sie trinken mit Zucker, nehme ich an? Tee bitte, wenn Sie haben. Tee. Haben wir nicht, leider. Ja, viel Tee, viel Zucker, viel Milch. Viel Tee, kein Zucker, schon verstanden. Wir organisieren auf dem Weg was. Gut. Aber ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht, dass wir uns Ihren Arbeitsplatz einmal ansehen. Immerhin ist sie ermordet worden. Was halten Sie, man guckt zu Court, was halten Sie von unserer Theorie mit dem Maulwurf bei der Polizei? Möglicherweise, aber wir können keine interne Ermittlung anstreben, bevor wir nicht wirklich sicher sind. Das würde Unruhe in das komplette New York Police Department bringen. Ob wir vielleicht die Einsatzlisten kriegen von beiden Fällen, wer zuerst am Tatort war? Keine schlechte Idee. McGonagall, besorgen Sie uns doch die Listen und finden Sie schon einmal raus, welche Streifen sich in der Nähe befunden haben. Ja, das mache ich. Wie gesagt, die einen wurden erst von der Abfallbeseitigung gerufen und tauchten dann am frühen Morgen auf. Aber ich prüfe das. An
an den Juwelieren, nicht am Tatort. Ja, die Juweliere. Einen Moment. Ja, die Namen habe ich. Es geht um die Juweliere, nicht um die Morde. Verzeihung, das waren Rice und Curtis. In beiden Fällen. Bei beiden Juwelieren. Ja, genau. Und sie haben die Ermittlungen aufgenommen und dann weiter an mich gegeben, nachdem ich sie darauf ansprach. Sie mögen mir doch bitte alles, was sie zu diesem Fall haben, geben. Weil die Vermutung stand im Raum, dass es sich dabei vielleicht um einen Zusammenhang handelt. Danach gaben sie mir die Daten.